Grüß Gott. Grüß Gott. Nothing else. Schau mal mit einem. Also ich stelle fest, dass überhaupt, wenn ich in Gesellschaft bin, ich mich auch mit dem Verstehen schwer tue. Okay, da können wir gerne mal einen Hörtest machen und den Stand der Dinge anschauen. Wie lange merken Sie denn ungefähr schon, dass Sie schlechter hören? Ich würde sagen, das ist so schleichend gekommen. Mhm. Ja, dass ich jetzt quasi in Gesprächen Schwierigkeiten habe bei vielen Leuten, das würde ich sagen, ist ungefähr so ein halbes Jahr, dass das sich verschlechtert. Mhm. Nachdem wir die Fragen geklärt haben, dürfte ich da mal in Ihr Ohr schauen, damit wir mal sehen können, wie es im Gehörgang ausschaut. Ja, bitte. So, wir haben jetzt hier eine Kamera und damit schauen wir jetzt mal in Ihren Gehörgang rein, ob der frei ist und ob irgendwelche Auffälligkeiten zu sehen sind. Also da sieht man, das Trommelfell ist vollkommen in Ordnung. Das helle ist das Trommelfell, also das, was man da unten sieht, rechts unten. Ja. Der weiße Punkt, das ist der Lichtreflex. Ich kann Ihnen gerne mal zeigen, wie es im Ohr ausschaut. Ja, bitte. Sie haben ja zuerst da ins Ohr reingeschaut. Was haben wir denn da gesehen? Der Blick war von außen in den Gehörgang hinein. Da haben wir dann im Gehörgang schön die beiden Knicks gesehen. Und ganz hinten am Gehörgang hat man das Trommelfell gesehen. Das ist das Trommelfell. Das Trommelfell setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Wir haben hier außen das Rosane, ist einmal die Ringwulst. Und in der Mitte vom Trommelfell ist der Umbo. Das ist also der Mittelpunkt des Trommelfells. Da sieht man, da zieht sich das Ganze nach innen. Und dort ist, wenn man das umdreht, der Hammergriff verankert. Der Hammergriff ist ein Teil der gehörknöchlichen Kette, die im Mittelohr sitzt. Im Mittelohr haben wir drei Knochen. Das sind die kleinsten Knochen des menschlichen Körpers und die sind Hammer, Amboss und Steigbügel. Also am Ende des Steigbügels sitzt dann ein kleiner Teil des Knochens, der mit der Schnecke verwachsen ist. Man sieht hier ganz deutlich, dass der Amboss mit dem Steigbügel verbunden ist und am Steigbügelende die Verbindung zur Schnecke hergestellt wird. Ich nehme jetzt die Schnecke heraus, damit wir uns diese genauer betrachten können. Das ist jetzt der Teil der Schnecke, wo man die drei verschiedenen Gänge sieht in der Schnecke. In der Schnecke befinden sich zwei verschiedene Flüssigkeiten und direkt in der Schnecke befindet sich in diesen Flüssigkeiten das Corti-Organ. Das ist fürs Hören zuständig. In dem Corti-Organ selbst funktioniert eigentlich die richtige Schallaufnahme und Verarbeitung. Wie es jetzt um Ihr Ohr steht, stellen wir jetzt in einem kurzen Hörtest fest. So, ich setze Ihnen jetzt den Kopfhörer auf und dann erkläre ich Ihnen alles Weitere über das Mikrofon. Mhm. Gut. So, wir fangen jetzt auf dem rechten Ohr an. Ich spiele Ihnen Töne vor. Sobald Sie den Ton hören, bitte den Finger kurz heben und gleich wieder runternehmen. Schon wieder unten. Jetzt spiele ich Ihnen nochmal Wörter vor. Diese Wörter würde ich Sie bitten zu wiederholen. Okay. Wenn Sie was Falsches sagen, ist kein Problem. Okay. Schrift. Schrift. Ruf. Ruf. Gas. Gas. Wert. Wert. Korn. Korn. Rang. Rang. Wir haben hier einmal die Seite des Hörens und hier die Seite des Verstehens. Die Seite des Hörens ist bei Ihnen ganz normal, die Seite des Verstehens ist beeinträchtigt. Okay. Es wirkt sich so aus, dass die S- und Zischlaute, die Deutlichkeit, reduziert ist. Dadurch haben Sie auch das Problem in Gesellschaft, dass in Gesellschaft die Nebengeräusche normal ans Ohr kommen, aber die hellen Töne, die Deutlichkeit, die ist reduziert. Grundsätzlich ist es so, dass das Ohr das einzige Organ ist, neben dem Herz, ist das 24 Stunden am Tag arbeitet. Okay. Und dadurch ist das Ohr
wenn man es vergleicht wie ein Autoreifen, es nutzt sich ab. Grundsätzlich kann ich Ihnen nur helfen, das Hören durch das Testen von Hörgeräten wieder zu lernen. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute recht herzlich bei unserer Sendung Open Studio. Zum, glaube ich, jetzt zum fünften Mal, dass ich Ihnen diese Sendung präsentiere. Und zwar meistens mit Themen, die mich auch selber betreffen. Das, was wir heute uns anschauen, nämlich Hören, betrifft eigentlich jeden. Hören und Lebensqualität sind sehr eng miteinander verbunden. Und ich hätte jetzt einmal gerne, dass Sie mich ganz genau anschauen. Fällt Ihnen etwas auf? Bei meinen Ohren zum Beispiel? Schauen Sie mal. Dieses Ding trage ich im Ohr, um meine Lebensqualität zu verbessern, und zwar natürlich klar da, in diese Richtung, dass ich besser höre, genauer höre und vor allem am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Und im Unterschied zu heute, vielleicht erinnern sich ja manche von Ihnen noch, da hat es ja diese ganz großen Trompeten gegeben, das ist heute nicht mehr der Fall, reden wir heute mit meinen Gästen zum Thema Hören. Ich möchte Ihnen den Herrn Hannes Reichel vorstellen. Der ist Geschäftsführer der Firma Hörwelt. Der hat seinen Akustikermeister Ramon Schnappinger mitgebracht und mich unterstützt Stefan Schaber, den Sie ja schon von der, wenn Sie es gesehen haben, von der Selbstverteidigung-Sendung vielleicht noch in beste Erinnerung haben. Lassen Sie uns einfach uns rantasten an die Geschichte des Hörens, die bei mir so ausschaut, dass ich jetzt in ein Alter, in ein Alter gekommen bin, wo ich merke, dass ich zwar gut höre, aber schlechter verstehe. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Also ich kann hören, 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 aber die Differenzierung und wenn mich nicht jemand direkt anschaut, kriege ich Probleme. Daher habe ich mich an diese beiden Herren gewandt und sie auch heute hier eingeladen, weil wir haben ja auch Anschauungsmaterial. Das ist mein Ohr und das ist Ihr Ohr. Und Ohren sind schon ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk, das man überhaupt erst dann vermisst, wenn es schlechter geht oder es zu einer schrecklichen Erfahrung wird, wenn es überhaupt nicht geht. Ich würde mich jetzt gerne mal an Sie wenden. Wie ist denn Ihre Erfahrung jetzt über Jahre, wie Sie das mit Hören derzeit verändert? Hören wir halt schlechter, hören wir besser? Wie sehen Sie das und was ist Ihre Erfahrung? Naja, in meiner langen Erfahrung als Hörgeräteakustiker darf ich feststellen, dass es immer mehr Leute gibt, die also eine Hörminderung haben, die eine Hörbeeinträchtigung haben. Wir alle, glaube ich, wissen, woher das stammt. Wir sind ja permanent Emissionen ausgesetzt, Lautstärken überall, die dem Ohr nicht gut tun. Und das ist die eine Erfahrung, was das Hören anbelangt. Ich glaube nicht, dass man wesentlich schlechter hört als früher. Es gab natürlich in meiner Anfangszeit viele, viele Schwierigkeiten, die noch von der Kriegsgeneration mitgenommen worden sind zum Beispiel. Das gibt es Gott sei Dank heute nicht mehr. Auch krankheitsbedingte Schwierigkeiten kommen heute nicht mehr so oft vor, durch Mittelentzündungen, chronische Erkrankungen, weil hier die medizinische Versorgung einfach viel, viel besser geworden ist. Aber die Schwierigkeit verursacht durch die permanente Lärmeinwirkung, die steigt natürlich an. Und deswegen ist einfach der Kreis der Menschen, die eben diese verschlechterte Lebensqualität haben, wie Sie es schon angeschnitten haben, wird immer größer und
um die gilt es sich zu kümmern. Und das machen wir. Und wichtig ist, dass man die Leute entsprechend informiert, dass sie sich rechtzeitig um das Ohr kümmern. Denn wir stellen auch fest, dass das Ohr ein Organ ist, um das sich der Mensch eigentlich ganz, ganz wenig kümmert, ganz, ganz wenig annimmt und erst dann eigentlich, wenn er wirklich gröbere Probleme hat, und dann dauert es auch meistens noch einige Zeit, bis er wirklich dann sich Hilfe holt. Ja, ich sage einmal vorläufig danke, wir kommen da noch drauf zurück. Sie haben ja den Stefan Schaber ins Ohr geblickt. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Ohr gehen, was ist da denn eigentlich als Hörakustiker Ihre Aufgabe? Was machen Sie da? Grundsätzlich betrachten wir nicht nur als Hörgeräteakustiker das Ohr, sondern wir betrachten erstmal das akustische Umfeld des jeweiligen, der vor mir sitzt. Also das ist das Wichtige, dass wir uns einfach mal anschauen, wo befindet sich der Mensch? Ist er aktiv? Ist er nicht aktiv? In welchem Umfeld hält er sich auf? Das sind auch sehr wichtige Teile, die wir betrachten müssen. Dann ist es für uns wichtig, dass man sich anschaut, wie ist sein Gehörgang beschaffen. Es ist ja auch so, dass im Gehörgang sich Ohrenschmalz bildet. Also wir machen eben den Blick ins Ohr, wie wir auch beim Herrn Schaber gemacht haben, dass man reingeschaut hat und festgestellt hat, das Ohr ist frei, wir können einen Hörtest machen. Im Anschluss machen wir dann auch einen Hörtest und mit dem Hörtest stellen wir fest, wie der jeweilige Kunde in welchen Frequenzen Signale wahrnimmt und auch Sprache und Zahlen verstehen kann. Gut, sage ich mal dabei danke. Und Stefan. Ja, bitte. Die Geschichte ist ja, es war dein Ohr. Mhm. Was hast du für ein Verhältnis zum Hören? Das ist eine sehr spannende Frage, weil einerseits, ich liebe es, Musik zu hören. Also das ist was, was ich total gern tue. Also das würde ich, glaube ich, ganz massiv vermissen, wenn das nicht mehr ging. Und wir sind gerade so ein bisschen zum Plaudern gekommen. Für mich ist es auch für den Beruf wichtig, weil ich ganz viel, ich habe nachgedacht, ich bin Techniker und habe mit vielen, zum Beispiel mit dem Computer oder mit Motoren zu tun, und immer, für mich ist ganz ein wichtiges Diagnoseinstrument das Ohr. Also ganz, ganz viele Sachen. Und das ist manchmal so ganz unter der Bewusstseinsschwelle. Das ist wie wenn ich quasi, was sagt, Intuition oder so. Ja. Und mir ist eben das mit der Zeit aufgefallen zu sagen, ja, aber auch diese kleinen akustischen Signale oder was manchmal untergeht, ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, auch ganz im menschlichen Zusammenleben hängt da ganz viel davon ab. Ja. Die Zwischentöne hören, sagt man zum Beispiel. Ja. Das ist so das, wo ich finde, dass das Hören ganz wichtig ist. Ja. Danke. Schauen wir mal ein bisschen uns das Ohr an. Ich meine, im Film huscht es vorüber. Wenn wir reinschauen in das Ohr mit dem Gerät, mit der Kamera, kommt man als erstes durch diesen Knick. Warum haben wir da einen Knick? Wäre das nicht eine vernünftigere Lösung, das als glatte? Grundsätzlich hat das Ohr zwei Knicks. Die sieht man jetzt hier nicht, hier sieht man bloß einen Knick. Die zwei Knicks sind einfach da, um den Schall direkt auf das Trommelfell hinzuleiten. Das Trommelfell ist das, was ganz am Ende vom Gehörgang sitzt. Das, was Sie jetzt gerade rausnehmen, das ist das Trommelfell. Das Trommelfell ist wie, man kann das vergleichen, es heißt ja auch Trommelfell, also wie das Fell einer Trommel, es ist sehr dünn. Es schwingt, wenn man auf eine Trommel klopft, schwingt die Trommel auch. Und an dem Mittelpunkt der Trommel, also da drinnen, an dem Mittelpunkt des Trommelfells, ist der Hammergriff verwachsen. Der Hammergriff, das ist ein Teil von der gehörknöchlichen Kette, die da an das Trommelfell angebunden ist. Warum haben wir die gehörknöchlichen Kette? Grundsätzlich ist es so, dass wir ja, das Ohr nimmt Luftschall auf. Mhm. Luftschall ist, in der Luft bewegt sich der Schall in Wellen. Es ist so, dass die gehörknöchlichen Kette mit der Schnecke verbunden ist und in der Schnecke ist eine Flüssigkeit. Die Schnecke. Das ist die Schnecke. Und die Gehörknöchelchen, die wir jetzt gerade gesehen haben, wo hier der Steigbügel sichtbar ist, die gehörknöchelchen Kette verstärkt den Schall
der Luft so, dass sie in Flüssigkeit auch zu hören ist. Die zwei Dinge kommen zusammen, oder? Genau, die sind verwachsen. Die sind verwachsen, nicht da sozusagen? Nein, die kommen. Sind nicht so lose, das ist jetzt bloß in dem Demo-Ohr, dass man das auseinandernehmen kann. Ja, ja. Sonst das könnte man es nicht herzeigen. Demo-Ohr. Okay, ja? Genau. Gut, und dann haben wir da, das ist die Schnecke. Das ist die Schnecke, man sieht es auch vom... Ja, vom Aussehen. Und jetzt muss ich das Ding auseinander tun und da haben wir was sensationell Spannendes. Genau, in der Schnecke selbst sitzen drei verschiedene Gänge und in diesen Gängen sitzt das Corti-Organ. Das ist eigentlich das Organ unseres Körpers, das dafür zuständig ist, dass es Signale aufnimmt, in elektrische Impulse umwandelt und diese ans Hirn weiterleitet. Mhm. Das sind ja Unmengen von Nerven, oder? Da sind Unmengen von Nervenbahnen drin. Ich habe da so ein Schaubild mitgebracht, da sieht man das Corti-Organ vergrößert. Man sieht in dem, oder man hört öfter, wenn man vom Ohr redet, im Ohr sind ja so Härchen. Diese Härchen, die wir im Ohr haben, sind Sinneszellen, Haarsinneszellen, die den Schall aufnehmen und an das Hirn, also in elektrische Impulse umwandeln, ans Hirn weiterleiten. Von diesen Haarsinneszellen haben wir insgesamt 18.000. Das sind die da oder wo? Nein, das sind diese grünen Zellen. Die grünen? Da haben wir insgesamt 14.000 äußere Haarsinneszellen und 4.000 innere. Das ist das Wichtige, was unser Hören ausmacht. Mhm. Warum äußere und innere? Für leise und für Töne über 50 Dezibel. Also die teilen sich so auf. Okay. Und was ist das da? Das ist die Membran, die mit diesen Haarsinneszellen verbunden ist und die in Schwingung versetzt. Die Deckmembran. Gut. Und dann haben wir also ja neben der Leistung des Hörens, das, soweit ich weiß, als erstes nach der Zeugung erwacht. Genau. Und als letztes stirbt. Mhm. Ja? Also unglaublich wichtig, dann eine Dauerleistung ist, weil 24 Stunden ist es Ohr aktiv und leitet die unterschiedlichsten Impulse ins Bewusstsein und ins Unterbewusstsein. Genau. Das Ohr ist 365 Tage im Jahr aktiv und im Gegensatz zum Auge kann ich es nicht zumachen, das Ohr. Das Auge kann ich zumachen. Das Ohr nicht. Ich kann einen Gehörschutz rein tun oder diese Dinge, wie heißt denn da diese Vox? Europax, oder? Europax. Ja. Und dann gibt es etwas unglaublich Spannendes. Das Gleichgewichtsorgan. Das Gleichgewichtsorgan sitzt im Ohr. Und wenn dieses Gleichgewichtsorgan ausfällt, dann haben wir echt ein Problem. Ein dickes Problem. Wie funktioniert eigentlich das Gleichgewichtsorgan? Das Gleichgewichtsorgan sind drei Bogengänge, wie man da sieht. Darf ich das wegtun? Ja, ja. Passt. Das Gleichgewichtsorgan besteht aus drei Bogengängen, wie man hier gut sieht. Also es sind so drei Bögen. Diese Bögen sind in der horizontalen, in der vertikalen und in der transversalen Achse aufgebaut. Was dafür sorgt, dass wir, wenn wir den Kopf bewegen, immer noch gerade stehen und nicht rumtaumeln. In dem Gleichgewichtsorgan ist die gleiche Flüssigkeit wie in der Schnecke und es gibt Krankheiten, wo diese Flüssigkeiten zusammenlaufen. Das sind zwei verschiedene Flüssigkeiten mit Natrium und Kalium gefüllt. Wenn die zusammenlaufen, kann es zum Schwindelgefühl kommen und das gibt es zum Beispiel bei speziellen Krankheiten, dass das zusammenläuft und die Leute den ganzen Tag schwindelig durchs Leben rennen. Kann man aber medizinisch beheben. Okay. So, dann heißt, hätten wir das Ohr vorgestellt, was jeder von uns hat und sich glücklich preisen kann, wenn man gut hört. Wie ist das eigentlich? Was ist eigentlich Hören? Was passiert beim Hören? Schauen Sie sich doch bitte mal die Geschichte an, als Gehörakustiker, wie denn das funktioniert, was ist Hören, was passiert beim Hören? Hören ist grundsätzlich eine Aufnahme von Signalen.
Es gibt Signale, also ich denke, da sollte man vielleicht erstmal die Folie nehmen, dass wir uns mal das Audiogramm anschauen. Das ist quasi der Hörverlust des Menschen. Und da sieht man ganz gut, wie ist das Hören aufgebaut. Man sieht hier gut, wie man auf der linken Seite sieht man ganz gut, dass hier die Lautstärke angegeben ist. Von ganz leise bis ganz laut. Hier oben haben wir die Frequenzen, von ganz tief bis ganz hell. Und da teilt sich das Ganze in Hören und in Verstehen. Wir haben ein graues Feld. Das graue Feld ist die sogenannte Sprachbanane. Man sieht hier auch noch verschiedene andere Symbole eingezeichnet, wie zum Beispiel ein Kühlschrank, ein Lastwagen, Vogelgezwitscher liegt eher im helleren Bereich. Musik ist in der Mitte, Sprache befindet sich eigentlich auch zum Teil in der Mitte, aber zum Großteil von den ganzen Buchstaben im Teil des Verstehens. Und da kommen wir jetzt dazu, zu dem, was der Herr Bauer gerade gezeigt hat. Also Konsonanten sind wichtiger als Vokale. Wenn man sich da jetzt das genauer anschaut, sieht man auch, wenn ich jetzt bloß die O's oder A's oder E's nehmen würde, könnte ich mir da kein großes Bild aus dem Satz machen. Wenn ich jetzt bloß die grau hinterlegten Buchstaben anschaue, also die Konsonanten, fällt es mir schon leichter zu folgern, was der Satz bedeutet. Und hier haben wir eigentlich die Kernaussage, dass wir Hören und Verstehen benötigen, um einem Sprachverlauf zu folgen. Ja, Stefan, Fragen? Na ja, sicher. Im Moment haben wir uns nur um die quasi physikalischen Teile gekümmert. Ich habe gesehen, Sie haben ein Foto vom Gehirn mit, da passiert ja noch viel mehr. Genau, also das Hören selbst geschieht, wir haben uns vorher über die Schallleitung unterhalten. Das war alles bis zu dem Bereich, wo das in elektrische Impulse umgewandelt wurde. Wenn das Hören in elektrische Impulse umgewandelt wird, geht es ja ins Hirn. Die elektrischen Impulse lösen Reize im Hirn aus. Und im Hirn gibt es mehrere Zentren, die fürs Hören wichtig sind. Einmal welche, die wahrnehmen, dass Signale ankommen, dann welche, die unterscheiden, welche Signale das sind. Und dann gibt es nur ein Zentrum im Hirn, das eben aus Sätzen das Ganze zusammensetzt, aus Wörtern Sätze macht, sozusagen. Und das ist was, wenn man schlechter hört, verlernt man gewisse Sachen wahrzunehmen, weil keine Reize mehr im Hirn ankommen. Und das ist wie wenn man sich was am Körper verletzt oder eine Stelle nicht benutzen kann, wie einen gebrochenen Arm oder sowas, schläft er ein, ertaubt er und dann muss ich eine Reha machen, um das wieder zu trainieren. Das Gleiche ist es mit dem Hören. Ich meine, für mich war auch zuerst in den einleitenden Worten so spannend, das mit den 24 Stunden ist es Schlaf und trotzdem arbeitet das Gehör. Als Beispiel fällt mir einfach ein, die Mama das Baby schreien hört. Ja. Wie funktioniert das dann? Wie kann man das am Gehirn zum Beispiel diesen Vorgang irgendwo abbilden? In dieser Darstellung kann man das jetzt nicht so direkt abbilden, aber das, was Sie ansprechen, ist eigentlich etwas, das aus unseren Wurzeln, also dem Urinstinkt kommt. Mhm. Frauen waren immer, also meistens die in der Höhle waren, die Männer waren jagen, aber Frauen mussten sich auch auf ihr Gehör verlassen können. Und da war es zum Beispiel so, wenn die Kinder in der Höhle geschrien haben, war es natürlich wichtig, dass sie aufwachen oder da, wo sie eben gelebt haben. Wenn aber irgendwo ein Tier draußen ums Haus war, hat die Frau auch wachsam sein müssen. Also das sind wirklich Instinkte, die wir eigentlich in uns tragen und die uns dazu bringen, dass wir eben Signale wahrnehmen. Die sitzt also ganz tief entwicklungsgeschichtlich, oder? Genau. Ja. Ich muss dann noch was von unserer Katze erzählen. Wir haben eine Katze, der die Leidenschaftlichkeit Fenster schaut. Bei offenen Fenster schaut sie in eine Richtung und die Ohren tragen sie in die diversen Richtungen. Ja. Oder sie liegt auf der Couch und auf einen einzigen Ton ist sie hellwach. Diese Fähigkeit, komplett schnell anwesend zu sein. Obwohl es zuerst, muss man sagen, mit
mein Gott, wenn ich so da liege, dann brauche ich 2-3 Minuten, um zu mir zu kommen. Und das ist da. Also hören, als denke ich mal, dieser Hörsinn, ist ein Wunderwerk. Wenn das jetzt geschwächt wird, wie ist denn das? Wie wirkt sich das auf die soziale Kompetenz aus? Was ist da Ihre Erfahrung? Ja, unsere Erfahrung ist, und die hören wir also eigentlich täglich in unserem Geschäft, in unseren Geschäften oder bei unserer Arbeit, dass die Leute, wenn sie zu uns kommen, also berichten und wir auch feststellen, natürlich an der Kurve, dass das nicht etwas ist, was gestern oder vor 2 Wochen oder vor einem halben Jahr aufgetreten ist, sondern dass diese Beeinträchtigung schon über Jahre besteht. Und wenn man dann, wie es der Herr Schnappinger eingangs angeschnitten hat, auch das sogenannte Hörprofil des einzelnen Kunden erstellen, damit wir wissen, ja, wie alt er ist, sehen wir an den Daten auch, und ist er berufstätig, ist er schon in Pension, ist er in Pension, aber sehr aktiv und besucht Konzerte und so weiter. Wenn wir dieses Profil erstellen, dann erfährt man auch diese Probleme, die er in diesen Jahren eigentlich mit sich herumgeschleppt hat, wo er sich nicht entscheiden konnte, A, einmal zum HNO-Arzt zu gehen, B, geschweige denn zu einem Akustiker, und einmal sich untersuchen zu lassen, testen, einen Hörtest zu machen. Und welche Schwierigkeiten es im familiären Bereich, im sozialen Bereich inzwischen schon gegeben hat. Die Leute ziehen sich zurück, sie besuchen Veranstaltungen nicht mehr, verzichten auf Lebensqualität, speziell auch im kulturellen, musikalischen Bereich. Wir haben viele, viele Leute, die jahrelang Abos bei Festspielen, bei Konzerthäusern gehabt haben, die sie zurückgegeben haben, weil sie einfach nichts mehr richtig verstanden oder gehört haben. Im familiären Bereich, da kommt es also wirklich sehr oft wirklich zu Familienzwisten, dass Angehörige sagen, du geh endlich, lass dir was machen oder lass dich untersuchen, lass dich anschauen. Wenn du das nicht tust, wir reden nicht mehr mit dir und solche Dinge. Und das sind wirklich soziale Aspekte, die Lebensqualität dieser Menschen enorm beeinträchtigen. Oder Besuch auf ein Amt, also oder bei einfachen Zusammenkünften, bei Stammtischen. Ich glaube, jeder von uns hat das schon einmal erlebt, dass wer dabei sitzt, wo man genau merkt, der Mensch hat ein Problem mit Hören und Verstehen, trägt aber kein Hörgerät. Und ja, sie glauben, wenn sie ein Hörgerät tragen, dann fällt das auf. Natürlich fällt es auf, aber wie man bei ihnen sieht, fast nicht. Und es fällt viel mehr auf, wenn jemand nicht hört oder schlecht hört, als wie wenn er ein Hörgerät trägt, weil da kann er normal wieder an der ganzen Kommunikation teilnehmen und er gibt keine falschen Antworten oder nickt zum falschen Augenblick, sondern er ist einfach dabei, und das wäre also ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn es dann so ist, dass uns die Leute das erzählen oder wir bei denen feststellen, dann hat der eigentlich schon einen sehr ganz wesentlichen Schritt gesetzt, leider Gottes bei vielen, also relativ spät in höher im Alter dann, wo natürlich dann auch die Versorgung ein bisschen schwieriger wird, weil ja im zunehmenden Alter nicht nur das Hörorgan ein bisschen nachlässt, sondern also andere Gebrechen auch unter Umständen dazukommen, bis hin, dass man eben bei der Hörgeräteanpassung dann einfach auch die Mitarbeit der Betroffenen braucht, und die ist dann ganz, ganz wichtig. Leute sind dann oft nicht mehr ganz so mobil, haben oft einmal nicht die Möglichkeit, die Termine so wahrzunehmen. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass die Leute frühzeitig sich um das Ohr kümmern und wirklich dran denken, das Ohr ist ein Organ, das schläft nie und das gehört einfach auch betreut wie alle anderen auch. Ist es jetzt so zu verstehen, dass das Schlechthören mit dem Alter zu tun hat? Oder gibt's da? Nein, grundsätzlich einmal nicht. Also es gibt schwierige in jeder Altersklasse, in jeder Altersstufe. Natürlich ist der Grund der Schwerhörigkeit oder die Ursache der Schwerhörigkeit ein anderer. Es gibt Babys, die kommen also mit Hörverlust zur Welt. Es gibt dann Kinderkrankheiten, wo Hörverluste entstehen bis zur Ertaubung. Es gibt Krankheiten im Laufe des Lebens, die also dann das Hör beeinträchtigen. Es gibt dann Lärmschäden frühzeitig durch Unfälle, ich kann mich selber erinnern an einen Kunden vor vielen Jahren, also bei dem, der war Reifenmonteur und hat neben ihm einen Reifen, ist geplatzt, und der hat einen wahnsinnigen Verlust gehabt, zusätzlich mit einem Knalltrauma,
ist also eine entsetzliche Geschichte. Und diese Altersschwerhörigkeit, wie es dann heißt, die tritt natürlich dann mit zunehmendem Alter ein, aber es gibt genauso auch Leute, die haben die typischen Symptome einer Altersschwerhörigkeit mit 35, 40 Jahren. Mhm. Aber normalerweise ist es schon so, wie beim Auge auch, dass man sagt, okay, mit 50, 55, 60, 65 gibt es eine Beeinträchtigung der Hörschwelle und spätestens dann sollte man sich also da etwas einfallen lassen. Aber ich möchte zusammenfassen, schlecht hören ist keine Schande. Es ist überhaupt keine Schande, weil man kann nichts dafür, es trifft einen. Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten, die, sage ich mal, ein bisschen mutwillig verursacht worden sind, weil man sich auf die Ohren zu wenig aufgepasst hat. Aber es ist keine Schande und es ist überhaupt keine Schande, Hörgeräte zu tragen dann. Im Gegenteil, das zeigt eigentlich von, ich würde mal sagen, Intelligenz, wenn man sagt, okay, ich habe das und ich mache was dagegen. Und gerade bei der heutigen Technologie, bei der heutigen Größe der Hörgeräte, und da kann ich mich sehr gut erinnern an Geräte zu Beginn meiner Hörakustikkarriere, das waren also wirklich solche Dinge hinter den Ohren oder mit Kabel an der Brust und so weiter. Also das sieht man heute überhaupt nichts mehr. Da hat jeder gesehen. Da hat man gewusst, ja, also der hat ein Hörgerät. Ja. Und von der Funktion, ich meine, haben die was taugt, die Dinger, oder waren das eher... Natürlich, wie gesagt, ich habe meine ersten Hörgeräte angepasst, inzwischen vor etwas über 40 Jahren. Und die Leute, die damals einen Hörverlust gehabt haben, und die waren genauso glücklich und froh, wenn das Hörgerät gut angepasst war, wie die Leute heute sind. Mhm. Natürlich, diese feine Technik mit Störschallunterdrückungssystemen und allen möglichen Dingen, die man einstellen kann, ist das kein Vergleich mehr zu früher. Aber es ist heute so, dass Leute, wenn sie wieder hören, dass die bei uns in den Anpassräumen sitzen und die Tränen kommen. Das hat es vor 40 Jahren genau schon so gegeben. Also ich würde da ja gerne was ansprechen. Sagen wir mal so, Hörgeräte sind nicht billig. Sind die leistbar? Hörgeräte sind absolut leistbar, weil wir leben in Österreich und Gott sei Dank. Und wir haben ein sehr gutes Sozialversicherungssystem, auch was die Hörgeräte anbelangt oder speziell auch was die Hörgeräte anbelangt. Es gibt also genaue Regelungen und es gibt Hörgeräte in einer wirklich sehr, sehr guten Qualität. Und wenn ich hier wieder den Vergleich anstelle zu Geräten vor Jahrzehnten, sind das heute Techniken, also von denen man damals nicht einmal träumen hat können, auch bei den damals teureren Geräten. Die sind halt digitale Geräte, sind genau definiert, was die können müssen und so. Und da bezahlt der Kunde gar nichts. Und überhaupt der große Vorteil, sage ich, für Leute, die eigentlich Hörgeräte brauchen, ist, dass jeder das Hörgerät probieren muss, nicht darf, sondern muss. Aha. Wir haben eine Auflage von den Krankenkassen, dass sie mindestens 14 Tage zur Probe tragen müssen. Und in dieser Zeit müssen wir die Leute auch informieren über das sogenannte Tarifgerät, wo dann null Aufzahlung ist. Natürlich kann man jetzt diese Dinge wie Konzertbesuch und so weiter, ist auch möglich, aber nicht in dieser Qualität, in die Wiedergabequalität von Musik, wie bei Aufzahlungsgeräten, wie das bei uns heißt. Aber wie gesagt, also sind absolut leistbar. Und klar, es ist halt wie in anderen Bereichen auch. Man kommt mit einem, sage ich mal, mit einem Golf genauso nach Rom wie mit einem Ferrari. Es dauert halt vielleicht ein bisschen länger. Ja, jetzt geht doch davon aus, das ist eine beratungsintensive Geschichte. Ja, sehr. Genau. Was machen Sie denn, wenn jemand kommt und sagt, ich höre schlecht? Die wenigsten Leute kommen und sagen, ich höre schlecht, sondern sie sagen, ich bin geschickt worden. Das ist oft der Fall, dass die anderen sagen, ich höre nicht so gut. Ja, das ist aber immerhin ein Zeichen, dass die Kommunikation funktioniert. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ich konnte auch sagen, zack, ich tue mir da eine Wachskugel im Jahr und das war's. Wenn jemand kommt und sagt, er hört schlecht, ist es so, dass eigentlich der Kunde selbst schon den Entschluss gefasst hat, ich will was für mich tun, für meine Lebensqualität. Und dann ist es wirklich bei uns so, man muss jeden Kunden individuell betrachten und sagen, was braucht der Kunde? In welchen Situationen hält er sich auf, das, was wir eben vorher schon angesprochen haben, und dann auch bei der Beratung das Gerät wählen, das der Kunde wirklich benötigt.
Deswegen sage ich immer, es muss nicht das Einfachste sein, es muss aber auch nicht das High-End-Gerät sein. Vielleicht kommt er mit irgendeinem Gerät aus, das irgendwo sich in der Mitte befindet. Es ist ja so, jeder denkt immer, es gibt 2-3 Geräte am Markt, aber es gibt am Markt weit über 3000 Hörgeräte in allen Farben, Größen, Technikstufen und in Verstärkungsstufen. Und man muss sich wirklich, ein Hörgerät ist was ganz Individuelles. Das ist nicht wie, wenn ich sage, ich probiere jetzt was nach der Farbe, sondern ich muss wirklich schauen, was genau braucht der Kunde. Ich gehe davon aus, Sie verkaufen dem Hörgerät, das steckt das ins Ohr, schaltet das ein, bap, geht's, oder? Geht's nicht? Nein, das ist ein Irrglaube. Man braucht bei Hörgeräten, das Wichtigste ist immer die Zeit und die Geduld, die man mitbringt. Man braucht bei einer Hörgeräteanpassung nicht unbedingt nur einen Termin, das ist auch schon, wie der Herr Reichel gesagt hat, man muss mindestens ein Gerät laut Krankenkasse schon mit 2 Wochen zur Probe tragen. In der Praxis stellt sich raus, dass oft Geräte vielleicht sogar 3 oder 4 Wochen zur Probe getragen werden, bis ein Gerät wirklich optimal für den Kunden eingestellt ist und man die Faktoren herausgearbeitet hat durch Nachjustierung, die für den Kunden wichtig sind. Ja, da hätte man noch was, weil ich habe die Prozedere bei ihm auch durchgemacht oder bin dabei. Da kriege ich zu hören, das Hirn muss lernen, neu hören. Was ist denn das? Das ist das, was wir vorher schon ein bisschen angesprochen haben. Wenn, ich habe jetzt vorher das Schaubild nur mal gezeigt, also dieses Schaubild. Da haben wir ja gesagt, es gibt im Hirn verschiedene Bereiche, in denen verschiedene Signale wahrgenommen werden. Und wenn ich jetzt schlecht höre, ist es selten etwas, das von heute auf morgen kommt. Es sei denn, man hat einen Hörsturz oder ein plötzliches Ereignis, das dazu führt. Aber eine normal verlaufende Schwerhörigkeit verlauft meistens schleichend. Sie tut nicht weh, man hört eben etwas schlechter, man versteht schlechter. Meistens schiebt man es zuerst auf die anderen Leute und sagt, die nuscheln so. Und dann ist aber so, dass das Hirn schon mal gewisse Sachen verlernt hat zu hören. Wie zum Beispiel Vogelgezwitscher, Grillenzirpen, was eher positive Faktoren sind, oder Musik, dass gewisse Sachen weicher, dumpfer klingen. Aber andere Geräusche zum Beispiel wie Geschirrklappern, Zeitungsrascheln und sowas hat das Hirn ja auch verlernt zu hören. Und an das muss man das Hirn wieder trainieren. Deswegen kann man nicht das Hörgerät nehmen und von 0 auf 100 nach oben drehen und sagen, jetzt habe ich den Hörverlust ausgeglichen, weil dann würde der Kunde sofort sagen, mir ist zu laut. Was habe ich davon, wenn ich das Zeitungsrascheln höre? Das ist ein Geräusch, das hört auch ein Normalhörender. Das ist für mich ist ein sozialer Aspekt. Also ich bin das ein begeisterter Zeitungleser und das Rascheln kann ich nicht, das ist nicht vorstellbar. Dieses Umblättern der Zeitung nicht zu hören, das ist für mich ist das Lebensqualität. Sie sind kein Zeitungsleser, Sie sind ein Zeitungsraschler. Nein, ich bin ein Zeitungsleser, ganz ein leidenschaftlicher, intensiver. Und das ist ein ganz eigenes Geräusch, das braucht man einfach. Ja, weil es einfach, dazugehört und da ist. Und aber das reflektiert ja keiner, sondern ich sitze in der Früh da, ob die Zeitung, oder? Geht das ab, wenn das nicht reicht? Ich habe das also nicht, wie gesagt, ich stehe dazu und habe das auch also von anderen schon gehört. Und es gibt ja viele Dinge, wie der Herr Schnappinger gesagt hat, naja, das hat eher einen positiven Aspekt wie Vogelzwitschern oder Musik und das andere wären negative. Aber was ist Störschall und was ist Nutzschall? Ja. Ich meine, wir haben also in den Anfangszeiten auch von mir hat es geheißen, also hat mir ein Beispiel gebracht, Straßenlärm ist für jeden Störschall. Für einen Straßenarbeiter ist Straßenlärm Nutzschall, weil wenn der das Auto hinter sich nicht mehr hört, dann geht er mit seinem Besen 2 Schritte auf die Mitte und auf die falsche Seite und dann hat er Pech gehabt. Also das ist natürlich, und natürlich muss man wissen, wie man das dann handelt und mit den heutigen Systemen geht das. Aber natürlich, das Hören, Lernen, Wiederlernen hängt damit zusammen. Also ich kann auch noch ein Beispiel anführen, vor vielen, vielen Jahren, wir machen ja auch Hausbesuche bei Kunden, die nicht mehr mobil sind. Da hat eine Kundin angerufen, also bei ihr knarrt das Hörgerät. Das war ein Geräusch, das nicht einordnenbar war bei uns. Wir haben es halt zuerst nicht gefunden und dann bin ich zu der in die Wohnung gegangen
Und der Boden hat geknarrt. Das war eine Uraltwohnung in der Getreidegasse in Salzburg. Und diese alten Häuser, diese alten Böden, dieses Knarren, das hat über Jahre nicht mehr gehört und auf einmal war das Geräusch wieder da. Na, das Hörgerät. Ja, oder manche wundern sich, der Kühlschrank ist so laut auf einmal. Ja? Also, weil den hat er fast nicht mehr gehört. Und das sind aber Dinge, die sind umgekehrt, wenn ich heute den Kühlschrank nicht mehr höre, dann glaube ich, er ist kaputt. Und bei der ist das gar nicht aufgefallen. Das wäre ja auch nicht aufgefallen, wenn er kaputt gewesen wäre, weil er es sowieso nicht mehr gehört hat. Ja. Also das sind so Störschall, Nutzschall, ist auch ein bisschen relativ. Also ich merke schon, dass mir das auffällt im gegenwärtigen Moment, wenn man auf der Straße geht und über die Straßen drüber gehen will, gell? Und ich höre das Auto nicht, ist das lebensbedrohlich. Genau. Ja, das ja? ist sicher. Und das sind Dinge, wo ich sage, das Auto kommt. Okay, ist es Sinn? Deswegen ist es auch wichtig, dass Sie zwei Hörgeräte tragen, weil Sie nur mit zwei Hörgeräten wieder Richtungshören haben. Die Richtung, und das ist ja auch wichtig, weil wenn Sie das Auto zwar hören, aber aus der falschen Richtung, weil Sie nur ein Hörgerät tragen, dann geht es vielleicht auch schlecht aus. Gell? Also ich fasse da insofern einmal zusammen, Hören und soziale Kompetenz und überhaupt Lebensqualität im breitesten Sinn von Musik, Gespräch, läuft alles übers Hören. Und da gibt es jetzt etwas, wo wir gesagt haben, das wollen wir noch reinbringen. Das ist induktive Höranlage. Was ist das? Ja, induktive Höranlagen sind eben Höranlagen für Menschen mit Hörgeräten in besonderen Bereichen. Einerseits, weil es dort akustisch schlechte Verhältnisse gibt, zum Beispiel Kirchen, weil eine größere Distanz zu überbrücken ist, zum Beispiel in Vortragsräumen, wo der in der 70. Reihe sitzt und der Sprecher weit weg ist, oder eben in Räumen mit viel Störschall, zum Beispiel eine Bahnhofshalle. Und da gibt es also diese induktiven Anlagen, das ist Hören über Induktion, über induktives Feld. Es haben, würde man sagen, 85, 90 oder sogar ein bisschen mehr Prozent der Hörgeräte haben automatisch eine Induktionsspule eingebaut. Das ist sozusagen der Empfänger des induktiven Signals, das in diesem Raum verfügbar ist mit einer Anlage. Und das ist also ganz, ganz wichtig. Und es gibt einfach Situationen, wo das hochwertigste, beste, bestangepasste Hörgerät an Grenzen stößt, wie das menschliche Ohr auch. Jeder Mensch hat in einer Bahnhofshalle auch Schwierigkeiten mit dem Verstehen, auch wenn er normal ist, quasi. Klar. Und für einen Menschen mit einem Hörgerät ist es nicht anders. Und diese Technologie, da hört der Mensch mit einem Hörgerät dann besser und klarer wie ein vermeintlich Normalhörender, weil er nur dieses Signal hört am Ohr, direkt am Ohr, direkt so, wie sein Hörgerät eingestellt ist, wie er es braucht. Und das ist ganz, ganz wichtig und fördert eben auch die Lebensqualität, weil gerade in Theatern, in Konzertsälen, Bankschaltern und so weiter wird das heute eingebaut. Und wo Sie dieses Zeichen eben sehen, was Sie da in die Kamera gehalten haben jetzt, dort ist so eine Anlage und da kann er wirklich das auch dann entsprechend nutzen. Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Das hat schon wieder am Ende, aber ich kenne das. Einmal so eine kurze Schlussfrage. Mögen Sie Ihren Beruf? Ich mag meinen Beruf total gern. Es ist was, was mir Spaß macht, weil ich einfach Menschen helfen kann, weil ich Wissen weitergeben kann und auch in gewisser Hinsicht einfach auch meinen Kunden was erzählen kann, was sie nicht wissen. Unbedingt. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Ihnen geht es heute auch in dem Sinn, dass Sie was gehört haben, was bis jetzt noch nicht wissen. Stefan, Schlusswort. Ich kann das nur bestätigen, was der Herr Schnappinger sagt, weil ich habe mir besuchen dürfen. Es war sehr aufschlussreich und angenehm. Und ja, hören, glaube ich, kann man sehr an manchen Dingen, die wir heute schon gehört haben, sehen, wie wichtig das ist, auch wenn es uns vielleicht gar nicht so bewusst ist. Ja. Wenn ich danke Ihnen, dass wir da hergekommen sind. Ich glaube, das ist ganz ein wertvoller Beitrag, weil diese Geschichte, was ich sagen möchte, der Ermutigung, gehen Sie doch bitte zum Augenarzt, ja, und lassen Sie sich Ihr Gehör anschauen. Es hat, ja, lassen Sie es reinschauen und es wird sich auszahlen. Und
Auch wenn es nicht billig ist, es zahlt sich aus. Danke fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen und wünsche Ihnen eine gute Nacht. Dankeschön. Danke.